Also seit ich bei Empower bin, ich habe insgesamt 14 Kilo abgenommen. Ich fühle mich jetzt, ich habe Energie wie ein Bär. Und das ist die Energie, ich habe die nicht nur, also ich habe die einmal mental, finde ich. Ich fühle mich wohl, fühle mich voller Energie. Ich habe die Energie aber auch körperlich, bin körperlich leistungsfähiger. Ganz toll finde ist, dass hier ein gesamtheitliches Konzept gemacht wird. Es werden wirklich drei Punkte, drei Hauptpunkte angeschaut. Das ist einmal die Bewegung, also das Körperliche. Dann ist es auch die Entspannung, sei es jetzt Meditation, sei es Schlaf, sei es Erholungsphase. Und es ist eben die Ernährung. Und das finde ich sehr gut, weil alle diese drei Faktoren zusammenspielen. Und mir eigentlich dieses Zusammenspiel sehr viel geholfen hat. Was ich ganz toll finde, ist, dass hier ein gesamtheitliches Konzept gemacht wird. Es werden wirklich drei Punkte, drei Hauptpunkte angeschaut. Das ist einmal die Bewegung, also das Körperliche. Dann ist es auch die Entspannung, sei es jetzt Meditation, sei es Schlaf, sei es Erholungsphase, und es ist eben die Ernährung. Und das finde ich sehr gut, weil alle diese drei Faktoren zusammenspielen und mir eigentlich dieses Zusammenspiel sehr viel geholfen hat. Ich fühle mich jetzt viel lebendiger als früher. Ich bin körperlich fitter. Ich habe früher eher den Lift genommen. Ich habe Treppensteigen vermieden. Ich habe eigentlich jede Anstrengung vermieden. Also ich bin körperlich fitter. Ich bin auch geistig fitter. Also fühle mich auch, habe eine positive Einstellung. Ja, sicher beim Essen eine Veränderung, die ich nie erwartet hätte, ist, dass ich früher Kohlenhydrate gegessen habe, weil ich dachte, dass es die Energie braucht. Also zum Beispiel Müsli am Morgen oder Banane oder am Anfang war es noch schlimmer, ich habe Snickers gegessen und Red Bull getrunken. Und jetzt esse ich eben Fleisch und Gemüse am Morgen und ich habe trotzdem Energie. Und ich dachte immer, dass ich bräuchte, dass ich halt Kohlenhydrate essen muss. Aber ich habe Energie und auch nachhaltig Energie. Ich habe nicht wieder nach einer Stunde Hunger, sondern ich habe die Energie, auch ohne dass es den Magen voll macht. Und dann bin ich auch geistig viel fitter als vorher. Ja, die geistige Leistungsfähigkeit ist so, dass ich mich viel wacher fühle. Ich habe früher mehr Sachen vergessen. Ich habe jetzt wieder mehr Freude an meiner Arbeit. Und ja, ich kann irgendwie, ich komme mir so vor, als könnte ich schneller Entscheidungen treffen. Ich kann für meine Entscheidungen einstehen. Ich hab den Überblick über meine Projekte. Früher habe ich immer alles vergessen, ich war früher unsicherer und jetzt kommt das einfach natürlich raus. Also Tanzen ist eine ganz tolle Sache. Ich tanze Salsa und Bachata. Und beim Tanzen, einmal ist es so, dass ich wirklich alles, den ganzen Stress von der Arbeit fällt ab, wenn ich da der Tanzpartnerin gegenüberstehe. Und ich muss mich auf was ganz anderes konzentrieren. Ich bin eigentlich von Haus aus jemand, der viel mit dem Kopf arbeitet. Ich sollte also viel mehr auf meine Gefühle und auf mein Bauchgefühl hören. Das habe ich hier auch gelernt.